Dies ist ein Video für neue Musik- und Orgelfreaks, in dem ich einen Einblick gebe, wie wir ein Stück zeitgenössischer Orgelmusik als Uraufführung erarbeiten. Es geht um das Stück Five Short Poems von Kosuke Ito, einem japanischen Komponisten. Das hat stattgefunden am 3. Oktober 2017. Also, hier bin ich, Alexander Nagy, mit dem Organisten Kensuke Ochida in der Kunststation St. Peter in Köln, sozusagen das Mekka der zeitgenössischen Orgelmusik. Die Kirche ist die Taufkirche von Peter Paul Rubens, der sein berühmtes Bild Die Kreuzigung Petri wenige Jahre vor seinem Tod für St. Peter schuf. Für uns jetzt interessant ist natürlich die bemerkenswert moderne Orgel mit einer Haupt- und einer Chororgel, die beide vom Hauptspieltisch aus spielbar sind. Eine irre und geniale Kombination auch ungewöhnlichster Register machen dieses Instrument, das auch stets erweitert wird, zu einem beeindruckenden Unikat. Clasp. Pedal in. Pedal in. Don't move. Und er meinte, ich soll am Ende irgendwie so kommen. Einfach sitzen. Nein, also meine Position. Ah, okay. Also ich soll einfach so gebeten oder denken oder irgendwas schützen. Ja. Faust. Vorsichtig oder so. Ja, runter. Aber wenn gleich, du unten also gleich im Legistil meinst du dann. Muss nicht, ja. Weil alles muss von unten klar. Sein. Probier doch mal, den oberen zu spielen. Also vielleicht, also da hat er ganz Interessantes geschrieben. Hier hat er so nur das geschrieben, ne? Diesen Akkord. Ja. Da kann man das machen. Warum? Dann, dann, din, din, dann, dann, din, dann, 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 dann. Wie würde ich die beiden jetzt zusammenspielen? Was? Die beiden restlichen würde ich zusammenspielen, ja. Und ich würde es als Passacaglia spielen. Zwei, drei ist frei. So was habe ich mir vorgestellt. Ah, schön.